Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich dicke Version 4.2 Announcements machen, inklusive einem eigenen Giveaway für Furina, meine lieben Freunde, als euch auch die neuen Figuren vorzustellen, die mit der Version 4.3, also erst in 6 Wochen kommen, denn 2 neue Figuren wurden hand announced und beide möchte ich euch zeigen. Ihr seht hier schon mal die Artworks, aber ich werde natürlich noch 1-2 Worte zu den jeweiligen Figuren verlieren, bezüglich welche Stufen ich von denen erwarte, beziehungsweise welche Sternewertungen und was für Skills oder ähnliches ich mir wünsche. Doch davor erstmal zur Version 4.2. Den ganzen Inhalt kennen wir schon, aber was ihr noch nicht wisst, ist, dass ich jetzt gerade schon dabei bin, Furina zu testen und dementsprechend, während ich Furina teste, den Guide vorbereite, um direkt Mittwochmorgen an euch, wenn ihr online kommt hoffentlich, euch den Furina-Guide von mir reinziehen könnt und die meisten Informationen kriegt. Das ist mein großes Ziel für die Version 4.2. Und dann als weiteres Announcement werde ich an dem Tag früh Feierabend machen. Bedeutet vermutlich gegen 16 Uhr und dann auch direkt live kommen. Als großes Highlight nicht nur auf Twitch, sondern viele haben es sich auch gewünscht, dass ich auf YouTube live komme. Ich habe es die letzten Tage schon gemacht und werde auch diesen Mittwoch wieder ab Nachmittag ca. 16 Uhr live sein auf Twitch und YouTube. Wir haben Puls für Furina auf meinem Account, auf Zuschauer-Accounts und als großes Highlight, was ich am Anfang angekündigt habe, werde ich auch für einen Zuschauer eine Furina mit meinen Urgestein pullen. Bedeutet bei euch aufladen, mich bei euch einloggen und je nachdem, wer die Verlosung gewinnt, pullen, bis wir Furina haben. Habe ich lange nicht mehr gemacht, habe ich mega Bock drauf. Ein riesiges Giveaway dementsprechend für euch als riesen Dankeschön für all den Support, den ich von euch kriege. Also wenn ich mir das anschaue auf YouTube aktuell wieder, kriege ich super viele Subs rein. Vielen Dank dafür. Aber auch unabhängig davon kriege ich in letzter Zeit sehr viele Kanalmitglieder rein. Bedeutet, unsere Community wächst. Wir werden mehr. Ihr findet den Button direkt unter jedem einzelnen Video, wenn ihr Support dafür dalassen wollt, dass ich mehr solche Giveaways machen kann, beziehungsweise, dass wir hier als Community wachsen. Vielen lieben Dank an jede Person, die einfach diesen Button hier benutzt, an jeden Gacha-Spieler, Goldfisch, Delfine sind alles mit dabei und gerade jetzt erst im letzten Livestream kam wieder 2 dazu. Dickes Dankeschön auch dafür. Euer Support ist einfach Top-Tier und auch als Ankündigung, wenn du da draußen Puls für Furina. Ich, wie gesagt, werde das am Mittwoch im Stream machen. Ab 16 Uhr seid auf jeden Fall dabei. Aber wenn du Puls auf Furina, den Waffenbanner oder ähnliches und am PC spielst, und ihr das ganze Spiel über Epic herunterladet. Ich habe hier so ein Epic Games Launch, habe darüber das Spiel runtergeladen. Dann könnt ihr im Checkout einen Creator Code eingeben. Und ich habe auch einen. Creator Code Zonius funktioniert auch bei Fortnite, falls ihr da die neue Season spielt und euch den Battle Pass holt oder ähnliches. Aber falls ihr euch irgendwas über Epic holt, vielen lieben Dank auch darüber an jeden, der dort jeweils diesen Code benutzt. Code Zonius. Und ihr lasst einfach Liebe dafür da, damit ich mehr solcher Sachen machen kann. Ich finde es mega, mega, mega geil. Fettes Dankeschön dafür und auf dem absolut genialen und gehypten 4.2-Stream. Ich habe richtig Bock und erwarte sehr viele Leute aus meiner Community, egal ob auf Twitch oder auf YouTube. Ich möchte einfach einen geilen Stream mit euch erleben, mit einer geilen 4.2-Story, mit hoffentlich einem richtig dicken Story-Highlight, als auch richtig wunderschönen Impuls, sowohl bei mir als auch bei jedem einzelnen Zuschauer. Doch damit noch einmal rüber zu den 2 neuen Figuren, die vorgestellt wurden. Eine davon kennen wir bereits. Das ist Navia, meine lieben Freunde. Ihr Artwork bzw. sie selbst haben ja sehr viel in der Story kennengelernt. Wir kennen ihre Charakterzüge, dass sie uns versucht zu helfen in verschiedenen Aspekten. Wir haben sie ja in der eher dramatischen Szene im 4.2-Trailer gesehen. Und ich freue mich auf, ja, ich sag mal extrem auf diese Figur. Ich weiß, ich sage das sehr häufig. Ich glaube aber nicht, dass ich persönlich sie viel spielen werde. Aber ich hoffe, dass sie so ein bisschen das Geo-Element wiederbeleben kann. Denn das bringt sie einfach mit, das göttliche Auge des Geo-Elements, meine lieben Freunde. Und unser letzter Geo-Char, 5-Star, ist, glaube ich, mittlerweile gefühlt fast 2 Jahre her. Also Ewigkeit, während so mehrere kamen ja keine. Wir haben mittlerweile mehr Dendro-Chars als Geo-Chars. Und wir wissen auch ganz genau, die Geo-Elementare jetzt so mit anderen Elementen sind nicht so der absolute Wahnsinn. Das kann man noch mal in einem einzelnen Video diskutieren. Aber die Kristallisation braucht da draußen fast kein Mensch irgendwie aktiv. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das dementsprechend auf irgendeine Art und Weise in ihr Kit eingebaut wird, dass sie diese Kristallisation auch in irgendeiner Art und Weise in Damage umwandelt, einfach um das Geo-Element wieder an die aktuelle, ich nenne es mal Meta, aber vermutlich passt er an den aktuellen Spielstil der meisten Spieler da draußen, weil viele das Wort Meta einfach hassen, an den Spielstil der meisten Spieler da draußen anzupassen, was eben sehr elementar reaktionsbasiert ist und Geo deutlich weniger benutzt wurde in den letzten Monaten, was ein bisschen schade ist, weil es ein Element ist, das dazugehört. Deswegen für jeden Geo-Main da draußen, ich wünsche euch alles Gute, dass das hier eine absolute Banger-Figur wird, die alles zerreißt und man richtig krank spielen kann. Aber ich weiß ganz genau, die Geo-Mains nehmen auch ihren Ito und rasieren damit auch mit Leichtigkeit den Spiral Abyss. Aber ich wünsche es mir auch für die Waifu-Hunter da draußen, einen schönen Geo-Main mit Navia
würde ich euch absolut gönnen, auch wenn ich sie höchstwahrscheinlich, außer ihr spielt sie und macht mega Spaß, nicht so viel benutzen werde. Ich lasse mich aber gerne überzeugen, sobald ich sie testen darf. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sie also als 5-Sterne-Figur, aber es wurde ja noch eine zweite Figur angekündigt, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, wenn ich ehrlich bin, dadurch, dass ich kein Französisch kann und erst recht nicht die Aussprache. Das hat jeder gesehen, der meine letzten Videos geschaut hat, wie sehr ich darunter leide. Aber Chivrusé, wahrscheinlich maximal falsch ausgesprochen, nennen wir sie einfach Chef, kommt tatsächlich als erste Figur noch vor Chlorinth mit einer Waffe in der Hand. Also die neueste Technologie von Fontaine wird hier benutzt und wird damit hoffentlich auch kämpfen. Also ich denke mal nicht, dass sie das jetzt ins Artwork ballern und keins ihrer Skills diese Waffe aktiviert. Natürlich, das wird jetzt kein neuer Waffentypus sein, wie, keine Ahnung, eine Bogenanpassung und im Bogen tragen wieder eine Waffe oder ähnliches, sondern, also ansonsten wäre das echt sneaky jetzt reingebracht mit in das Game, sondern sie wird wahrscheinlich ähnlich wie Mika, der zwischendurch beim Skill mal die Armbrust zückt, dann auch ihre Waffe zücken, ganz easy so dann auf die Gegner draufschießen. Das ist eher meine Erwartung und dadurch, dass sie weder ein großes Announcement bisher hatte vor der 4.0 wie viele andere Chars, noch groß in die Story mit eingebunden wurde als super, super wichtige Char, halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr, 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 sehr groß, dass dieser Pyro-Charakter eher eine 4-Sterne-Figur wird. Und aktuell kann ich mir noch nicht vorstellen, welche Art Rolle sie im Game übernehmen wird. Bitte keine Leaks in die Kommentare an dieser Stelle. Aber falls ihr eine Idee habt, was für eine Art von Character sie werden könnte, wäre ich natürlich sehr gespannt, von euch darum zu lesen. Jetzt stellt sich vermutlich für viele die Frage, verdammt, was mache ich jetzt? Pull ich wirklich auf Furina? Pull ich vielleicht doch auf eine Reruns oder spare ich für Navia? Ich persönlich würde immer ganz, ganz klar für Furina gehen, weil sie einfach nur ein Archon ist. Aber auch dazu werde ich nochmal morgen ein detailliertes Video hochladen. Das heißt, wenn ihr dieses Abo auf dem Kanal da gelassen habt und die Glocke gedrückt habt, verpasst ihr das nicht, was ihr hoffentlich eh gemacht habt, damit wir mehr solche Giveaways, wie gesagt, machen können und wir uns am Mittwoch sehen. Aber für mich persönlich bleibt Furina ganz klar die große Entscheidung. Ich glaube, sie kann sehr meta-changing werden für uns da draußen. Ich glaube, sie kann eine absolut neue, kranke Figur werden und würde gerne noch viel, 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 viel mehr Videos zu Furina machen, bevor sie released. Aber ich habe noch einen Tag, meine lieben Freunde. Und da werde ich eher ein Wen-Pullen-Video machen, als ein Furina-Top-5-Gründe zu pullen. Gut, das war's. Rund um Navia, meine lieben Freunde, rund um Chivri, als auch um die 4.2. Ich hoffe wirklich, dass wir uns alle am Mittwoch sehen für einen ganz dicken Livestream. Schaut jetzt noch bei einem meiner letzten Videos vorbei, die ich hier verlinke, damit ihr mehr Sonios habt und jeder Klick zählt, wie gesagt, am Ende dafür, dass wir diesen Kanal zum Wachsen bringen, dass wir hier eine geile Community aufbauen. Vielen Dank an jedes Abo, vielen lieben Dank an jedes Kanalmitglied. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann!